ums Eck. Der Koblenz Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Hallo und herzlich willkommen zu Rund ums Eck, der Koblenz Podcast. Mir gegenüber sitzt der Marc Helving. Hi. Hallo Manu. Schön, dass du gekommen bist. Wir fangen immer so ein bisschen an, über die Person zu sprechen. Wäre ganz schön, wenn du dich einfach mal ganz kurz vorstellst. Wer bist du? Wie alt bist du? Woher kommst du? Erzähl einfach mal was über dich. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Marc Helving. Ich bin 24 Jahre alt, lebe jetzt seit 24 Jahren in Koblenz, bin also auch hier geboren. Habe an der Hochschule Koblenz Mittelstandsmanagement studiert und bin aktuell Gründer der Naturschutzorganisation Project Wings und freue mich heute sehr, hier sein zu dürfen. Mittelstandsmanagement, was darf sich der Bürger darunter vorstellen, wer es noch nicht gehört hat? Das ist ein Studiengang, bei dem man lernt, ein mittelständisches Unternehmen zu gründen, ja, weil die normalen BWL-Studiengänge oft auf die ganz großen Unternehmen, Konzerne und Co. ausgelegt sind. Hat man hier bei dem Thema Mittelstand ein bisschen mehr den Fokus auf kleinere Unternehmen. Was war denn dein Ziel gewesen mit diesem Studium? Ja, ich war seit Kind auf, ich glaube mit 16, 17, mir eigentlich relativ sicher, auf jeden Fall irgendwann die Selbstständigkeit gehen zu wollen. War auch durchweg immer nur in verschiedenen Selbstständigkeiten, war also noch nie irgendwo so richtig angestellt. Abgesehen von einem Ferien- oder Nebenjob, den ich in Semesterferien ausgeübt habe. Aber ansonsten war das ganz klare Ziel, immer irgendwann was Eigenes auf die Beine zu stellen, was Geiles zu hinterlassen, ein cooles Team irgendwo mit aufzubauen und wirklich das im Leben zu machen, auf das man wirklich Lust hat. Das ist ja schon erkennbar ein ganz anderer Antrieb, wie die meisten, die sich selbstständig machen wollen. Ja, also wer sich heute selbstständig macht, überlegt ja erstmal so, kann ich damit mich über die Runden bringen? Kann ich mich in 10 Jahren noch ein bisschen mehr über die Runden bringen? Und bei dir schwingt da schon ganz viel Idealismus mit. Kann ich dir das insofern abkaufen? Ist da ganz viel Idealismus hinter? Oder macht man sich nicht natürlich die Gedanken, wie finanziere ich mich dabei? Geschäftsgründung ist ja nicht immer nur Idealismus. Ja, ich fange mal ganz vorne an. Ich habe mein Fachabi gemacht in Gesundheit und Soziales, hatte also da schon mal auf jeden Fall den Aspekt, in die Richtung Gesundheit zu gehen, wollte irgendwas mit Fitness machen, sowas in die Richtung und hatte mich dann dazu entschlossen, Mittelstandsmanagement zu studieren, um halt einfach zu lernen, okay, egal was ich im Leben selbst auf die Beine stellen möchte, ja, ich will halt vorher diese Grundlage haben, diese Base. Yeah. Ja, ich will vorher ganz genau wissen, wie geht man welchen Schritt an, ja, um halt eben auch größere Fehler eventuell zu vermeiden. Und früher war es, wie gesagt, eher der Antrieb zu sagen, okay, ich möchte eine generelle Selbstständigkeit machen, ja, auch im wirtschaftlichen Bereich. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich es halt super genial finde, das machen zu können, wo halt wirklich dein Herz für brennt, ja, dass du wirklich für deinen eigenen Traum lebst. Und mein Opa war auch schon sehr, sehr lange selbstständig, hat ein Reisebüro gehabt und das hat mich als kleines Kind schon immer sehr, sehr fasziniert. Und dementsprechend, war der Sinn eigentlich generell, etwas gründen zu wollen, ja, war dahinter. Und das mit dem Idealismus, das kam dann ein bisschen später. Und zwar mit 19 habe ich mit einem Nebenjob angefangen. Und zwar war ich bei Talk to Move, das ist die größte Face-to-Face-Fundraising-Akademie. Und dort, ich weiß nicht, du kennst es wahrscheinlich, die Stände in den Fußgängerzonen, ja, wo quasi Menschen in Montur vom WWF, UNICEF, SOS Kinderdörfer stehen und versuchen, neue Förderer und Mitglieder für die jeweilige Organisation zu gewinnen. Die meisten Menschen zücken da das Handy und rennen schon vorbei, wenn sie den Stand sehen. Das habe ich gemacht, über 3 Jahre lang, mein komplettes Studium durch, immer in den Semesterferien. Ja. Und es hat am Anfang ganz klar als Nebenjob irgendwo angefangen. Umso mehr man aber wirklich in der Materie drin ist, ja, umso mehr man sich mit den verschiedensten Organisationen beschäftigt und mit so mehr Menschen man irgendwo spricht, man wächst da immer mehr rein, ja, in diesen Idealismus. Dann war ich in SOS Kinderdorf in Marrakesch besuchen, 2018, und man ist halt einfach in einem ganz anderen Umfeld mit drin. Ja, man hat Leute, die da quasi seit Jahren genau bei Organisationen arbeiten, die in der Fußgängerzone sind, die das mit Herz und Blut machen. Und was mir persönlich da immer
sehr nahe gegangen ist, weil eben das Thema Naturschutz, Umwelt, Artensterben, Plastikmüll und. Weil ich glaube, dass das einfach so ein Thema ist, was jeden Menschen auf der Welt betrifft. Ja. Ja, dass gerade die letzten Regenwälder gerodet werden, die Welt von Plastik überflutet wird und Co. Und das heißt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher so in diesen Idealismus reingerutscht. Ja. Ja, und lebe ihn heute mit vollster Überzeugung aus und bin absolut froh, dass ich diesen Schritt damals gegangen bin. Ja, gerade nochmal das Thema Fundraising an sich. Fundraising besteht ja jetzt nicht nur wahrscheinlich aus denen, die auf der Fußgängerzone stehen und mit den Menschen ins Gespräch kommen und versuchen natürlich da Spenden zu akquirieren. Wie hoch ist denn aber dieser Anteil im Thema Fundraising, der auf der Straße generiert wird? Es wird ja wahrscheinlich doch ein recht großer Anteil sein, wenn man sieht, wie viele doch immer auf der Straße stehen und gerne ihr Projekt oder ihre Organisation an den Mann bringen wollen. Absolut. Das Thema Fundraising war bis vor 10, 12 Jahren war das so ein absolutes Tabu. Also sehr, sehr viele Organisationen haben sich da gar nicht rausgetraut und haben das Ganze immer mit unseriös und Co. irgendwo mit abgestempelt. Heutzutage gibt es kaum eine Organisation, die es nicht macht. Mhm. Ja, das hat ganz einfach den Hintergrund, dass teilweise 80% aller neuen Förderer, die heute geschrieben werden, ja, oder die sich heute einer Organisation dazutragen, über die Fußgängerzone kommen. Ja. Ja, das bedeutet also die Bereitschaft, wie es noch vor 10, 15, 20 Jahren war, ja, übers Internet oder sich online quasi mit einzutragen oder in Anführungszeichen freiwillig ja, die Organisation zu unterstützen, die ist in den letzten 15 Jahren enorm gesunken. Mhm. Was also bedeutet, dass dieses Face-to-Face-Fundraising für viele Organisationen einer der wichtigsten Tools ist, um halt eben neue Förderer zu generieren. Mhm. Und deswegen halt eben auch für Organisationen wie den WWF, UNICEF, SS Kinderdörfer unablässlich ist. Gibt es Statistiken darüber, wie lange so ein Förderer dabei bleibt? Ja. Ein durchschnittlicher Förderer, der in der Fußgängerzone gewonnen wird, bleibt insgesamt 5,7 Jahre lang als Förderer erhalten. Denkst du, dass die irgendwann denken, ach, es ist nicht mehr notwendig? Oder sind sie vielleicht von einer anderen Organisation überzeugt worden? Jetzt betätige ich mich mal dort? Oder wo denkst du, wie kommt das zustande? Ja, ich glaube, das hat ganz, ganz viele verschiedene Facetten und kommt auch immer auf die individuelle Person an. Es gibt tatsächlich Menschen darunter, die einmal in der Fußgängerzone mitgemacht haben und sind seit 20 Jahren dabei und werden das vermutlich auch noch die nächsten 20 Jahre machen. Andere, und das ist auch ein großer Teil, sagt schon nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, okay, ich habe das Ganze zwar in der Fußgängerzone abgeschlossen, finde das Projekt auch super, alles drum und dran, aber ich kann es mir vielleicht doch nicht mehr leisten oder ich möchte vielleicht nicht mehr dabei sein oder habe mich halt wirklich tatsächlich für eine andere Organisation entschieden. Also ich glaube, das ist relativ schwierig, so eine Allgemeinlösung für zu nennen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Ja, wenn du da auf der Straße stehst und versuchst, Förderer zu gewinnen, du musst ja schon ein recht gutes Einfühlungsvermögen haben für den Menschen, auf den du zutriffst. Du weißt nicht, wie der reagiert. Und du wirst dir wahrscheinlich auch die ein oder andere oder wahrscheinlich zum Großteil nur Klatschen abgeholt haben. Also ich stell mir das mal vor, weil, also man kriegt's ja selber mit. Man geht durch die Straße und beobachtet natürlich auch, wie reagieren die Menschen eben auf diese, die ihre Förderer gewinnen wollen. Und das geht ja stellenweise manchmal so unter die Gürtellinie. Jetzt nicht von demjenigen, der jemanden als Förderer gewinnen will, sondern derjenige, der dann angesprochen wird. Also da ist ja alles dabei von Beleidigungen über. Wie geht man denn selber? Jetzt bist du 24, du warst 19, wenn ich das jetzt eben richtig mitbekommen habe. Wie geht man in dem jungen Alter denn mit solchen Zurückweisungen um? Berührt einen das? Ich glaube, auch da ist es wieder sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann jetzt nur von mir persönlich reden. Ich glaube im Endeffekt, dass die Leute sich mal so ein bisschen was darunter vorstellen können. Es werden pro Tag so Pi mal Daumen vielleicht um die 400 Menschen angesprochen, ja, wovon dann wiederum vielleicht so um die 50 stehen bleiben oder sich zumindest mal so die ersten 1, 2, 3 Sätze anhören. 400 von einer Person. Genau, okay. Genau. Das heißt, den ganzen Tag, aber das sind halt, davon bleiben so 50 bis 100 vielleicht irgendwo stehen, wo du so einer ganz kurzen Interaktion bist. Mhm. Dann ist man vielleicht am Ende des Tages irgendwo mit 30 in einem wirklich coolen Gespräch. Ja. Ja, und dann machen irgendwo zwischen 3 und 15 am Tag dann auch wirklich mit. Ja. Genau, das heißt, für mich persönlich war es immer so, es kommt ganz klar meiner Meinung nach an, wie sprichst du die Menschen an, ja, und
was erzeugst du dadurch für eine Gegenantwort? Mhm. Also wir waren halt größtenteils immer super höflich, ja, und hatten uns halt irgendeinen coolen Spruch überlegt. Und ein Großteil der Menschen reagiert da dann tatsächlich auch gut drauf, ja, wenn du einfach da authentisch und cool den Menschen ansprichst. Und für viele, das darf man ja auch nicht vergessen, die freuen sich sogar, weil sie in ihrem Alltag gefangen sind. Ja, ja. Sie sind tagtäglich in demselben Trott mit drin, haben ihre Probleme, alles drum und dran. Und dann kommt ein junger Bube und ich sprich mit dir eine halbe Stunde und hol dich eine ganz andere Welt mit, so nach Motto. Und die Menschen freuen sich da auch wirklich drüber. Und gerade auch die, die da mitgemacht haben, machen das auch mit einem großen Herzblut, ja, mit einer großen Freude. Und diese Gespräche geben einem so viel mehr Energie, als 50 Menschen einfach weitergehen, ja, weil du wirklich weißt, okay, du hast jetzt an dem Tag 9 Menschen davon überzeugt, die SS Kinderdörfer zu unterstützen und weißt auch direkt, was du damit wiederum für die ganze Welt mit Anführungszeichen getan hast. Ja. Aber anstatt dein eigenes Fundraising-Unternehmen zu gründen, bist du Gründer von Project Wings. Erzähl mal was drüber. Ja, nachdem ich 3 Jahre ungefähr im Fundraising unterwegs war und ich gehörte zu den sehr, sehr, sehr guten Fundraisern in Deutschland, hatte ich mich damals mit Leonie Daimann, Sebastian Keilholz und Erich Stieb zusammengetan und Project Wings gegründet. Mhm. Und wir alle 4 haben vorher bei der größten Fundraising-Agentur gearbeitet und kannten uns auch darüber. Und wie so die Idee überhaupt zur eigenen Organisation gekommen ist, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar haben sich Leonie und ich abends mal auf ein Bierchen getroffen und haben einfach miteinander ein bisschen geschnackt. Und da ist uns dann irgendwie eine Statistik untergekommen im Gespräch. Ich glaube, wir hatten es nachrecherchiert, dass vor 15 Jahren, also sprich im Jahr 2005, ja, ich glaube, es waren 33 Millionen Menschen, eine gemeinnützige Organisation unterstützt haben. Und heute, also sprich 2018, 19, 20, sind es noch knapp mehr als 20 Millionen. Ja, das bedeutet also, wir haben in den letzten 15 Jahren mehr oder weniger ein Drittel an allen Spendern verloren, ohne dass wir weniger geworden sind oder weniger Geld zur Verfügung haben. Ja, also muss es irgendwie externe Gründe haben, warum die Menschen auf einmal gesagt haben, nee, machen wir nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich Leonie irgendwie angeschaut und haben gesagt, wer können Sie denn eigentlich besser wissen, was diese Gründe sind? Ja, als wir, die tagtäglich seit Jahren in der Fußgängerzone stehen, mit tausenden verschiedenen Menschen aus allen verschiedensten Schichten, allen verschiedensten Altern, verschiedenster Herkunft reden und genau von denen hören, warum sie spenden, warum aber auch nicht. Ja, was stört sie, was sind die größten Argumente, weswegen sie nicht dabei sind und. Ja, und so kam zum ersten Mal dann die Idee, könnte man nicht irgendwie ein paar Sachen besser machen, ja, dass die Menschen wieder Bock haben zu spenden, dass sie wieder wirklich Spaß daran haben, dass sie ein Teil von dem Ganzen werden. Und da ich eh noch meine Bachelorarbeit schreiben musste an der Hochschule Koblenz im Bereich Mittelstandsmanagement, kam mir dann auf die Idee und haben über die Gründung von Project Wings geschrieben und damit eingefasst die größten Probleme, die Menschen haben, warum sie nicht mehr spenden und die dazugehörige Lösung. Genau, das war so die Ideeentwicklung. Ich stelle mir vor, das ist ein ganz großer Grund, warum die Menschen nicht mehr spenden, diese verloren gegangene Akzeptanz für gemeinnützige Organisationen. Ist das richtig oder hat das noch viele weitere Gründe? Ja, ich habe mal so meine drei Lieblingsgründe in Anführungszeichen. Ja. Genau, der erste Punkt war halt quasi, dass die Menschen, wenn sie jetzt irgendwo auf der Fußgängerzone angesprochen worden sind, ja, von Person XY und zum Beispiel für den WWF oder wie auch immer geworben worden sind, da war immer so ein bisschen das Gefühl dabei, okay, ich bin halt irgendeine Nummer. Ja, ich bin Förderer, x Millionen, wie auch immer. Ja, man weiß nicht, okay, wer steht jetzt wirklich hinter dem WWF irgendwo. Ja, man kennt die Leute nicht persönlich. Man hat mit jemandem gesprochen, den man halt einmal auf der Straße kennengelernt hat. Mhm. Aber den Leuten diesen Bezug zu geben, ja, okay, wer macht diese Projekte? Ja, welche Menschen stehen dahinter? Ja, welche Menschen sind da 24/7 drauf und dran, die Welt irgendwie zu verbessern? Ja. Und ich glaube, das ist so ein Grund, wo man sich ganz anders damit identifizieren kann. Ja, wenn man jetzt sagt, hier, ich kenne die Person, ich kenne die Organisation, ich sehe jeden Tag auf Facebook, Instagram und Co., wie das Teil für Teil vorangeht. Mhm. Und dann fühlt man sich mehr dazugehörig, weil man einfach weiß, wer mit dahinter steht. Ja. Womit man dann auch direkt bei Punkt 2 wäre, dieses Zugehörigkeitsgefühl bedeutet also,
die Menschen wollen mehr eingebunden werden in die Projekte. Ja? Sie wollen vielleicht sogar, und das ist jetzt bei uns ein riesengroßer Fall, selber tätig werden. Ja? Jeder hat irgendwie ein Know-how, was er kennt. Jeder hat irgendwie einen Skill, den er umsetzen kann. Der eine grafisch, der andere ist super gut im Webseiten machen und wie auch immer. Und dass wir halt mittlerweile so einen riesigen Stamm an Leuten haben, ja, die sich komplett damit identifizieren und sich als Teil des Projektes sehen. Ja? Und das ist halt einfach auch nochmal so ein ganz, ganz großer Punkt, wo die Menschen wirklich sagen, hier geil, das ist so ein bisschen auch meine Vision. Ja? Ich will unbedingt, dass dieses Projekt erfolgreich wird. Mhm. Und so schafft man es halt natürlich auch eine ganz andere Bindung zu denjenigen Unterstützern, Förderern, Unternehmen, wie auch immer, mit aufzubauen. Das ist wohl Punkt 2. Und zum dritten Punkt, das ist, glaube ich, so einer der klassischsten, der trifft auch tatsächlich nicht auf alle zu, ja, aber doch ein Großteil ist immer sehr gewillt, dass 100% der Spende im Projekt ankommen. Ja. Ja, das ist so ein klassisches Prozedere, dass die Menschen wirklich als allererstes in der Fußgängerzone fragen, ja, wie viel kommt denn jetzt genau von meinen 10 Euro im Monat im Projekt an? Genau, und da war es halt bei uns einfach so, dass wir von Anfang an gesagt haben, okay, wir möchten halt, wenn der Student 15 Euro jeden Monat irgendwie ein Projekt mit dazu fließt, dann möchten wir halt auch einfach, dass genau diese 15 Euro 1:1 so vor Ort mit ankommen. Ja. Weshalb wir quasi allen Privatspendern oder auch privaten Förderern garantieren, dass das Geld immer zu 100% im Projekt ankommt. Mhm. Und die dazugehörigen Ausgaben, die logischerweise in jeder Organisation zwangsweise anfallen, ja, dafür haben wir uns halt ein ganz cooles Konzept überlegt, indem wir zum Beispiel einen eigenen Online-Shop aufgebaut haben, wo halt super viele Einnahmen mit reinkommen. Wir kriegen verschiedenste Gagen, Stipendien, Vorträge, Auftritte, Seminare und so weiter. Wir haben verschiedene Marketingleistungen, die wir gemeinsam mit Unternehmen machen und. Bedeutet also, wir haben komplett externe Einnahmequellen, wovon wir die Ausgaben finanzieren können. Auch euren eigenen Lebensunterhalt? Auch unseren eigenen Lebensunterhalt, genau. Ich bin zum Beispiel komplett mit einem Stipendium ausgestattet, was wir quasi gewonnen haben, wo die Leute gesagt haben, geiles Projekt, wir wollen, dass ihr da komplett ehrenamtlich so nach dem Motto mitwirken könnt. Genau, das heißt, wir alle finanzieren uns quasi selbst durch, wie gesagt, Fernsehauftritte, Vorträge, Marketingleistungen und Co. Und so ist es einfach ein super geiles Gefühl, dass der Förderer wirklich weiß, okay, wenn ich da jetzt, seien es auch nur 5 Euro als Schüler irgendwie mit dazu gebe, dann weiß ich halt auch einfach, dass diese 5 Euro dann in Indonesien oder bei unserem kleineren deutschen Projekt mit ankommen und damit wirklich was bewirkt werden kann. Indonesien ist ja, ich sag mal, der Schauplatz für, ja, es ist euer Kernprojekt. Ja. Was macht ihr da genau? Ja, da setze ich nochmal ein bisschen bei der Gründungsgeschichte an. Und zwar, wir waren ja das Viererteam, Basti, Leonie, Erich und ich damals. Und Sebastian hat immer ein halbes Jahr quasi Fundraising bei Talk to Move gemacht. Und die andere Hälfte des Jahres war er für verschiedene Organisationen weltweit unterwegs und wollte selber vor Ort mit anpacken. Mhm. Ja? Und so ist er dann über mehrere Umwege nach Indonesien gekommen und hat dort einen Lehrer kennengelernt, der gemeinsam mit seiner Schulklasse Plastikmüll gesammelt hat, in den Flüssen, Regenwäldern und Co., den er mit einer Schere kleingeschnitten, sauber gemacht und in eine Plastikflasche gestopft hat. Ja. Und aus diesen Flaschen wollte er quasi eine Wand für seinen Schulhof bauen. Mhm. Ja, das war so die grobe Idee. Und dann hat Basti sich mit ihm getroffen und fand das absolut faszinierend, ja, diesen Elan, diesen Ehrgeiz. Er hatte eine eigene Green Class gegründet, also quasi Kinder und Jugendliche zum Thema Naturschutz begeistert. Und dann hat Basti angefangen zu sagen, ey, lass uns doch da draußen noch mehr machen als nur eine Wand. Ja, lass uns doch ein ganzes Eco-Hostel bauen aus Plastikmüll. Ja. Und dann hatte Basti dann eine riesige Fotostrecke gemacht und hat das Projekt alles aus der eigenen Tasche versucht zu finanzieren und hat die ersten Eco-Bricks, das erste Eco-Brick-Fund-System eingeführt. Das heißt also, in Zukunft konnten dann Einheimische selber solche Plastikflaschen abgeben bei uns und haben dafür immer 30 Cent bekommen, also 5000 Rupia, was für den eine große warme Mahlzeit ist. Ja. Und dann haben auf einmal super viele Einheimische angefangen, Plastikmüll zu sammeln, ja, ihre eigene Natur quasi irgendwo mit sauber zu machen. Ja. Und haben sie bei Basti quasi abgegeben. So. Und dann haben wir ein paar Monate später, als Basti wieder in Deutschland war, haben wir ihn getroffen bei Talk to Move und haben abends zusammen ein bisschen was gespielt, glaube ich, war es damals, und haben miteinander
geschnackt den ganzen Abend und da hat uns Basti dann sein Album gezeigt, ja, mit allen Bildern und von seinem Projekt stundenlang geschwärmt und Erich und ich haben uns angeguckt und haben gesagt, boah, das ist geil. Ja. Und da wir eh, wie eben schon angesprochen, am Überlegen waren, eine eigene Organisation zu gründen, ja, haben wir direkt zu Basti gesagt, ey Basti, das ist super Hammer, ja, und wir wollen dich dabei unterstützen bei dem Projekt, ja, und vielleicht können wir sogar mehr als ein Eco-Hostel bauen, ja. Dass es dann am Ende das größte Recycling-Dorf der Welt wird, war zu dem Zeitpunkt noch nicht abzusehen, aber ja. Wir wollten auf jeden Fall mehr machen. Ja, wir wollten ihn dabei unterstützen mit mehreren Leuten und so weiter. Und genau, und dann ging es eigentlich relativ flott. Der Erich war in der Zwischenzeit ein paar Monate später bereits zum WWF rübergewechselt. Mhm. Also hat er nicht mehr bei der Agentur gearbeitet, sondern direkt beim WWF als Coach. Ja. Und ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde oder sowas miteinander telefoniert, als ich nachts die Idee hatte, zu sagen, hey, wir gründen Project Wings. Und Erich war davon überzeugt und gesagt, geile Kiste, ich bin sofort dabei, hat seinen Job beim WWF gekündigt und gemeinsam mit uns Project Wings gegründet. Genau, dann haben wir halt eben noch Basti davon überzeugt, gemeinsam mit uns zusammenzuarbeiten und aus dem Projekt was richtig, richtig Großes, Geiles zu machen. Und halt eben Leonie noch komplett mit an Bord geholt, die Feuer und Flamme war für das Projekt. Ja, das war so der Weg und dann sind wir zu Fött nach Indonesien gedüst im Februar 2019 und haben dann vor Ort das gesamte Projekt in der Größenordnung, in der es heute zu finden ist, angestoßen. Ja, wird man also speziell vielleicht einmal während der Gründung, aber auch später mal mit, ja, ich weiß nicht, ob es eine Kritik ist, oder wird man damit schon mal konfrontiert, dass man sagt, Mensch, ihr verlagert euer ganzes Know-how in Sachen, die so weit weg sind, obwohl auch hier in Deutschland so viel eigentlich zu tun wäre. Werdet ihr damit schon mal konfrontiert oder sagt ihr dann, nee, geil? Selten, ja. Auf jeden Fall, eher selten. Aber da gibt es auch einen ganz, ganz kleinen Hintergrund. Die Schnittstelle oder die Stelle in Indonesien, die hat ja doch einfach super gepasst, aus mehreren Gründen. Punkt 1, verschifft allein Deutschland jedes Jahr über 67.000 Tonnen an Plastikmüll von Deutschland nach Indonesien. Ja. Ja. Und wenn man das mal irgendwie wieder prozentual, bruchteilmäßig runterrechnet, ja, dann ist es im Endeffekt doch wieder unser Plastikmüll, der bei uns im gelben Sack landet, ja, ja, den wir irgendwo in Indonesien recyceln, wenn man diese Brücke schlagen möchte. Und vielleicht, ja, wenn ich kurz einhaken darf. Gerne. Ich habe mir die 67.000 Tonnen auch aufgeschrieben. Ich sag mal, der ganz normale Deutsche, der schmeißt ja seinen Plastikmüll in den gelben Sack und denkt, damit passiert jetzt was ganz Tolles. So, jetzt sagst du mir in dem Moment, 67.000 gehen nach Indonesien. Was passiert denn in Indonesien mit diesem Plastikmüll? Warum verschifft Deutschland das weg? Wird es einfach da irgendwo hingeschmissen? Also wie kann sich der Zuhörer vorstellen, was passiert damit? Ja, das ist eine relativ komplexe Antwort im Allgemeinen. Ich versuche mal so ein bisschen einfacher runterzubrechen. Grundsätzlich ist es in Deutschland so, dass wir tendenziell sehr, sehr gute Recyclinganlagen und Co. haben. Allerdings ist es so, ich mache mal ein kleines Beispiel, wenn man seinen Activia-Joghurtbecher in den gelben Sack schmeißt, ja, ohne das Papier vorher abzumachen. Ja. Ja, das heißt quasi, man lässt das Papier an dem Plastik dran, schmeißt es in den gelben Sack. Die Maschinen in Deutschland sind nicht richtig dazu in der Lage, maschinell dieses Papier von dem Plastikmüll zu trennen. Ja. Das bedeutet also mit anderen Worten, dass alles, was wir an Mischplastik irgendwie wegschmeißen, ja, ja, was miteinander beschichtet ist, was nicht einfach und klar zu trennen ist, kann Deutschland ohne riesigen Zeitaufwand, ja, wie auch immer, nicht wirklich recyceln. Ja. Deswegen wird dieser Plastikmüll halt eben zu größten Teilen nach Südostasien und Co. geschickt, wo er dann wiederum, und das ist so in Anführungszeichen der Plan, vor Ort weiter verarbeitet wird. Das heißt, da sitzt dann in Indonesien jemand, der dann das Papier von dem Activia-Joghurtbecher abtrennt, um dann theoretisch das Papier und das Plastik weiter zu verarbeiten. Mhm. In der Theorie grob. Ja. Das ist einmal von Stadt zu Stadt, von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich. Genau, aber da ist halt eben natürlich das Problem, dass dann in diesen Containern, die darüber geschifft werden, halt oft auch noch andere Sondermülle quasi mit drin sind und dann eben nicht nur noch irgendwie Plastik und dass da immer noch andere Sachen mit reingemischt werden, die man auch irgendwo loswerden will. Ja, ja. Oder dass halt eben Indonesien mit einem gewissen Teil
von diesem Müll nichts anfangen kann. Mhm. Ja, und der wird dann halt eben relativ einfach und pragmatisch entweder ins Meer geschmissen, in die Regenwalddeponien oder wie auch immer, ja, und wird quasi gar nicht aktiv weiterverarbeitet. Ja. Diese Eco-Bricks. Ja. Also ihr füllt die Flaschen mit Plastik. Wer hat denn die Idee dazu überhaupt gehabt? Ist das schon ein Konzept, was irgendwo mal ausgearbeitet worden ist, oder seid ihr da selbst drauf gekommen? Nee, das ist ein Konzept, was es weltweit so an verschiedenen Orten schon gibt. Manche füllen diese Plastikflaschen mit Steinen, manche mit Sand. Also da gibt es ganz verschiedenste Ideen. Manche füllen die gar nicht und bauen daraus quasi Wände. Und wir haben damals auch relativ einfach angefangen. Keiner von uns war Bauingenieur oder Architekt oder sonst was. Das heißt, wir haben mit dem Know-how der Leute vor Ort einfach gesagt, okay, wir haben jetzt hier 5000 Plastikflaschen. Ja, das sind pro Plastikflasche ungefähr 500 Gramm, ja, und haben die auf einem Stapel und wollen jetzt daraus eine Wand bauen. Ja. Ja, dann haben wir ganz pragmatisch wie quasi Backsteine, ja, das Ganze halt einzementiert und eingemörtelt und dadurch dann quasi Wände hochgezogen und daraus ein ganzes Haus gebaut. Dann kam es halt dazu, dass wir in immer mehr verschiedenen Fernsehshows waren, in Radioauftritten, unheimliche Internetpräsenz hatten und alles, was irgendwo damit dazugehört. Und dass dann halt eben da auch dann wirklich Architekten und Bauingenieure auf uns zukamen und haben gesagt, hier, ich habe eine super geile Idee, wie man das noch besser machen könnte oder wie auch immer. So hatten wir zum Beispiel, und das ist eine sehr schöne Geschichte, wir hatten einen Bauingenieur aus Münster, der gerade seine Bachelorarbeit schreiben wollte. Und er hat uns im 1 Live Radio gehört, ja, dass wir gerade dieses Recyclingdorf mit aufbauen und so weiter. Und da hat er uns direkt am nächsten Tag eine ellenlange Mail geschrieben, wie super geil er das findet, dass er direkt Förderer geworden ist und ob er irgendwie sein Know-how mit einbringen könnte. Mhm. Ja, und weil wir eine relativ schnell agierende und einfach strukturierte Organisation sind, haben wir ihn sofort mit aufgenommen, haben gesagt, geile Kiste. Er hat seine Bachelorarbeit über uns geschrieben, komplett über den perfektionierten Bau dieser Häuser. Ja. Und ist jetzt mittlerweile seit 5 Monaten in Indonesien und betreut den kompletten Bau der verschiedenen Gebäude. So schnell ist manchmal eine Geschichte irgendwo geschrieben. Ja. Und genau, das heißt, wo dann quasi bei uns der zweite Schritt war, wir wollten das ganze System perfektionieren. Mhm. Ja, das heißt, wir wollten so gut wie gar kein Zement oder Mörtel mehr nehmen. Wir wollten ausschließlich mit nachhaltigen Produkten bauen. Wir mussten darauf achten, dass die UV-Strahlung nicht direkt auf die Flaschen trifft. Wir mussten schauen, dass eben andere Umwelteinflüsse wie Wasser und Co. Halt eben auch nicht in einem direkten Kontakt dazu ist. Und dann haben wir quasi im Zuge der Bachelorarbeit und über Wochen und Monate hinweg ein System entwickelt, mit einem speziell angefertigten Lehm, den wir vor Ort getestet und zusammengebaut haben, zusammen mit den Eco-Bricks und Co., wo wir jetzt quasi komplette, perfekte Häuser aufbauen können, ja, die weder in irgendeiner Form gesundheitsschädlich sind, wo der Plastikmüll etliche Jahre komplett da drin hält, wo kein Mikroplastik nach außen tritt, wo auch sonst keine Umwelteinflüsse geschehen. Man aber auf der anderen Seite super viel Baumaterial spart, ja, weil eben mindestens die Hälfte des Hauses aus Plastikmüll besteht. Ja. Und Punkt 2 natürlich auch ein riesiger Aufklärungsschritt ist, ja, wo wir gesagt haben, okay, dieses Projekt hat halt international eine riesige Medienwirkung. Ja. Und dementsprechend sind natürlich auch immer mehr Leute auf das Thema aufmerksam geworden, sowohl in Deutschland als auch in den indonesischen Medien tatsächlich. Genau, das ist so die grobe Geschichte zu den Eco-Bricks an sich. Wenn ich mir vorstelle, da werden dann diese Plastikflaschen einzementiert oder quasi als Füllmaterial benutzt. Gibt es da was Greifbares? Wie lange hält sich das denn? Ist das dann wirklich für immer oder muss man die Sorge haben, dass sich da innen drin irgendwann mal irgendwas auflöst und da mal so ein, ich sag mal ganz salopp, so ein Haus in sich zusammenfällt? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die wir uns natürlich auch gestellt haben am Anfang. Grundsätzlich ist es so, dass Plastikmüll, ja, teilweise bis zu 450 Jahre lang quasi existiert, bevor es sich dann irgendwann mal zu Mikroplastik zersetzt. Das ist ja auch gerade immer das Problem in den Meeren und Co., dass halt eben Plastikflaschen über Jahrhunderte theoretisch halten. Dementsprechend ist die Annahme erstmal einfach getätigt, dass man sagt, okay, wenn diese Flasche jetzt in dem Haus drin ist, ja, von allen Umwelteinflüssen abgeschottet ist, inklusive noch mit Plastik gefüllt ist, da wird es wohl auch Jahrhunderte dauern, bis sich quasi dieser Plastik dann irgendwann mal zersetzt.
Aber natürlich kann man das auch ein bisschen schwieriger voraussagen. Ja, man kann natürlich bauphysikalische Untersuchungen machen, verschiedene Tests machen und. Aber es kann natürlich immer mal sein, dass man irgendwann merkt, scheiße, nach 50 Jahren löst sich das doch irgendwie ein bisschen auf oder aufgrund von irgendwelchen anderen Einflüssen, die vorher nicht einkalkuliert waren oder wie auch immer. Deswegen bauen wir die Wände so, dass sie jederzeit ab- und aufbaubar sind. Ja. Das heißt also, die spielen keine tragende Rolle bei den Häusern, sondern dienen quasi eher als Trennwand. Mhm. Ja, aber das gesamte Gewicht und alles drum und dran wird ganz normal ohne diese Wände aufgebaut. Ja. Das heißt also, wir könnten ganz entspannt, sollte es mal irgendwann dazu kommen, die komplette Wand in einem Tag wieder abbauen, alle Eco-Bricks in die Recyclingmaschine hauen und quasi weiterverarbeiten. Mhm. Und durch neue zum Beispiel ersetzen, sollte das Problem noch in 50, 60 Jahren weiter in der Form bestehen bleiben. Ja. Wenn man so eure Videos sieht, auch das letzte, was du mir jetzt weitergeleitet hast, man sieht da ja ganz viele lachende Menschen drauf. Wie war das aber, als ihr ein paar junge Menschen nach Sumatra reist und erzählt denen, wir bauen euch jetzt ein paar Häuser aus Pfandflaschen oder aus Plastikflaschen? War das für die, ja, macht mal? Oder wie seid ihr da aufgenommen worden? Ja, wir hatten tatsächlich einen sehr, sehr einfachen und guten Start. Das muss man definitiv dazu sagen. Das bedeutet also, dadurch, dass Basti ja schon viele Leute vor Ort selber kannte, mhm, und schon viele Monate selber dort gelebt hat, waren wir bei allen super herzlich willkommen und jeder fand das Projekt auch super geil. Wir haben halt eben zwei, drei große Vorteile, um vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen, ja, was überhaupt jetzt unser Dorf quasi in Anführungszeichen ist. Zunächst einmal, als Basti damals die Idee hatte, das Eco-Hostel zu bauen, mhm, war quasi unser Plan, ein komplettes Feriendorf in Anführungszeichen, mhm, zu bauen. Also ganz viele verschiedene Eco-Hostels zusammen mit noch anderen Attraktionen und so weiter. Einfach unter dem Aspekt, man schafft super viele Arbeitsplätze. Ja, das Ganze ist eine Touristenregion, weil da auch eine der letzten Regenwälder in Südostasien ist und so weiter. Und wir wollten halt einfach diese gesamte Wirtschaft halt einfach komplett mit ankurbeln. Mhm. Angefangen von neuen Straßen bauen, die Elektrizität, viele Leute mit hinlocken, quasi die Restaurants vor Ort mit pushen, die Tuk-Tuk-Fahrer, alles was dazugehört. Ja. Und das war unsere erste Idee. Und die hatten wir dann auch vor Ort so kommuniziert, bei dem Bürgermeister und bei den Dorfältesten, wie man das so schön, mhm, sagt. Und da kam dann die Idee, dass eigentlich alle komplett damit zufrieden waren. Außer, und das hatten wir vorher nicht bedacht, es gab zwei, drei Menschen, die eigene Hostels aufgebaut hatten. Ja, von ihrem eigenen Vermögen und dem gesamten Ersparten und so weiter. Und die dann gesagt haben, hui, wenn ihr da jetzt so ein Riesending irgendwo mit hinmacht, aus Plastikmüllen, das eine absolute Attraktion wird, für die gesamte Region und so weiter, dann schlafen ja alle Leute nur noch bei euch. Mhm. Ja? Und da haben wir erstmal gedacht, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation weiter um? Ja, und haben uns dann im Team zusammenberaten und haben gesagt, hier, selbst wenn wir 99 Menschen helfen, aber ein Mensch in irgendeiner Art und Weise von uns Schaden hat, dann lohnt sich das Projekt nicht, so nach Motto. Ja. Deswegen sind wir dann hingegangen und haben das Ganze nochmal komplett neu geplant, mhm, was wir quasi vor Ort machen. Und dann wieder gemeinsam mit dem Bürgermeister, dem Dorfältesten. Und jetzt haben wir quasi ein komplettes Konstrukt, was wir auf 2,8 Hektar in Bukit Lawang mit aufbauen. Mhm. Das Grundstück haben wir bereits im Februar diesen Jahres erworben. Ja. Und dort kommen jetzt halt eben 12, 13 verschiedene Gebäude drauf, angefangen von der Bibliothek, einem riesigen Schulgebäude. Wir haben das erste Sportgelände vor Ort, wir haben einen Minigolfplatz, wir haben eine riesige Culture Kitchen, wo jeden Tag Essen aus einem anderen Land quasi gemacht wird. Und viele weitere Attraktionen, die einfach komplett für die gesamte Region einen großen Nutzen haben. Ja. Und zusätzlich zum Beispiel einen Recycling-Marktplatz. Das heißt also, wo jede Woche recycelte Produkte, die wir mit unseren Recyclingmaschinen vor Ort herstellen, mhm, oder auch einfach nachhaltige Produkte, Bambus, Strohhalme, Zahnbürsten und Co. mit angeboten werden. Und so schaffen wir es halt, langfristig über 400 Arbeitsplätze komplett in der Region zu schaffen und halt auch einfach eben die gesamte Wirtschaft anzukurbeln. Mhm. Und das war halt für alle vor Ort der absolute Hit, die gesagt haben, geile Kiste, da haben wir mega Bock drauf, da möchten wir auf jeden Fall am Start sein.
Und der zweite Punkt, wir unterstützen halt eben noch 6 weitere lokale Organisationen vor Ort. Das heißt, wir haben uns nicht nur auf unser Recyclingdorf begrenzt, sondern unterstützen verschiedene Tierschutzprogramme, Ranger-Patrouillen, Aufforstungsprogramme, verschiedene Schulklassen und so weiter. Also wir sind quasi wirklich in das Dorf hingegangen und haben gesagt, hier, jeder, der schon irgendwie was Geiles macht, jeder, der schon irgendwie sich ehrenamtlich engagiert, den möchten wir quasi bei seiner Arbeit unterstützen und mit besserem Equipment ausstatten und wie auch immer. Und der dritte Punkt ist natürlich allein das Eco-Big-Fund-System. Wir haben jetzt mittlerweile über 52.000 Eco-Bigs vor Ort, das muss man sich mal vorstellen, wir haben ganze Lagerhallen voll. Ja. Und und jeder einzelne von diesen Eco-Bigs wurde quasi gegen 30 Cent eingetauscht, also eine große Mahlzeit. Und für viele Leute, Obdachlose, Arbeitslose und Co., ist das vor Ort eine absolut rentable Einnahmequelle, die sie jetzt quasi hauptberuflich machen. Mhm. Und so geben wir halt quasi Menschen, die aus welchen Schicksalsschlägen auch immer an einem Punkt sind, wo sie einfach eben keinen Job mehr bekommen haben, die Möglichkeit, sich quasi komplett, sich und ihre Familie über das Plastik sammeln, zu ernähren. Und damit hat man halt zwei Riesenbausteine auf einen Fleck. Punkt eins, die gesamte Region gilt mittlerweile als eine der saubersten, die es überhaupt in Indonesien beziehungsweise auf der Insel Sumatra gibt. Ja. Und Punkt zwei, man schafft es halt einfach eben ganz, ganz viele Jobs zu schaffen, die auch unabhängig vom Tourismus sind, weil halt eben der Tourismus in der Regel im Sommer hauptsächlich vor Ort ist und in der restlichen Zeit aber viele Leute trotzdem irgendwie schauen müssen, wie sie ihre Einnahmen erhalten. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Leute machen dann diesen Job, wie kommen die denn auf euch zu und sagen, hier, ich möchte jetzt eben diese Eco-Bricks machen? Wie stellt ihr sicher, dass sie nicht nach Hause gehen und lassen die Kinder stopfen? Also jetzt mal wirklich ganz, ich versuche mich immer so an den Skeptischen zu erinnern, der genauso Sachen vielleicht genau damit, mit diesen Gedanken kaputt machen will, ob absichtlich oder nicht. Aber ich glaube, so eine Frage kommt auch schon mal. Voll. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, wir arbeiten fast ausschließlich nur mit den Einheimischen vor Ort zusammen. Ja. Das bedeutet also, wir selber treten so gut wie gar nicht in Erscheinung. Wir sind nur einmal im Jahr im Februar selber vor Ort als gesamtes Team. Ja. Und dann haben wir eben noch den Bauingenieur und Basti, die quasi mehr oder weniger aktuell vor Ort leben. Mhm. Ja? Das bedeutet also, das gesamte Projekt, wir haben 2 einheimische Projektleiter, wir haben insgesamt 17 Leute, die nebenberuflich bei uns komplett bei Project Wings quasi selber mit angestellt sind. Ja. Wir haben in der Zwischenzeit Project Wings Indonesia gegründet, also eine eigene Hilfsorganisation in Indonesien. Mhm. Und das bedeutet also, alles, was da passiert vor Ort, wird quasi von den eigenen aus dem Dorf, dem eigenen Bürgermeister, den Dorfältesten und den Leuten, die die Schulen betreuen und so weiter, gemeinsam gemacht, und deswegen ist der Kontakt da super easy. Ja, also alle Kontaktstellen, ist alles ausgeschildert, jeder weiß, was er wann, wie, wo abzugeben hat. Und zu der zweiten Frage, tatsächlich ist es so, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, der Bananenverkäufer, der in der Tourismusstraße irgendwo steht und weiß, okay, alle 45 Minuten kommt jemand vorbei und kauft bei mir einen Strauch Bananen für 5.000 Rupiah. So, der sitzt quasi, während er vorher die andere Zeit hinten gesessen hat, haben irgendwelche Videofilme geguckt oder haben irgendwelche anderen Sachen gemacht, sitzen jetzt quasi da zusammen mit der Family, da sitzt dann die Oma mit dabei, die Eltern quasi und dann noch irgendwo der jugendliche Sohn und sind da quasi nebenbei aus ihrem eigenen Plastikmüll, teilweise auch, der selber im eigenen Haushalt anfällt, quasi diese Eco-Bricks am Machen, und für sie ist das mittlerweile genauso eine große Einnahmequelle wie der Verkauf der Bananen. Ja. Das heißt, man muss sich das quasi so vorstellen, dass es für sie halt eine absolut lohnende Geschichte ist, und es ist auch eben keine, in Anführungszeichen, sogar eine Arbeit, die sogar teilweise Spaß machen kann. Wir stopfen auch selber viele Eco-Rigs immer, auch hier in Deutschland, und bauen daraus verschiedene Couch oder wie auch immer, verschiedene Geschichten. Ja. Und das hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber es ist sogar irgendwie echt ganz unterhaltsam. Und was man natürlich auch mal nicht vergessen darf, das ist eine ganz andere Mentalität. Ja? Mhm. Das bedeutet also, dass vor Ort viele, ich versuche, wie man das am besten erklären kann,
Da gelten einfach andere, in Anführungszeichen, Gesetze als hier. Ja, das heißt quasi zum Beispiel die Schulklasse bei uns von der Green Class, die haben wahnsinnigen Spaß daran, wenn die 2 Stunden rausgehen können, gehen alle gemeinsam in den Fluss, sammeln quasi Plastikmüll zusammen mit den Lehrern und den Volunteers und so weiter. Das ist für die eine riesen Action, ja, die haben da riesen Spaß bei und Co. Ja. Die tauschen dann quasi gemeinsam als Schulklasse diese Eco-Bricks bei uns ein und können sich dann davon neue Tische, Stühle, Schreibtische und Co. kaufen. Also das muss man ein bisschen anders sehen als jetzt quasi in Deutschland. Ja. Das ist eine ganz andere Mentalität und Grundlage. Wie war das denn für dich, als du das erste Mal nach Indonesien gekommen bist und hast das mal alles so selber gesehen? Was ging da in dir vor? Es war auf jeden Fall krass. Ja, also man hat einfach dieses Gefühl, du gehst halt irgendwo in eine Straße und das Normalste der Welt ist es halt, dass jeder einzelne Haushalt seinen Plastikmüll morgens vor die Tür legt und verbrennt. Ja, die ganze Straße ist irgendwie in einem Plastikdunst mit drin, so nach dem Motto. Ja. Das sind halt so die eine Art der Eindrücke. Ja. Auf der anderen Art und Weise hat man natürlich auch einen der größten Naturschätze, ja, die zweitgrößte Artenvielfalt weltweit. Bedeutet also auch tausende verschiedene Tierarten. Die Mentalität der Leute ist super geil. Ja. Ja. Das heißt, alle sind durchweg fröhlich und lieben das, was sie irgendwie machen. Und ist ein großer Unterschied zu Deutschland, ja, definitiv. Ich glaube, dass sowas grundsätzlich immer super interessant ist, in eine andere Kultur oder in eine andere Region zu kommen und sich einfach mit deren Problemen und Herausforderungen auseinanderzusetzen. Und deswegen war es für uns auch immer ganz wichtig, wir haben teilweise bei unseren Kooperationspartnern zu Hause gelebt, als wir da waren. Ja. Das heißt, also wir haben deren komplettes Leben, ja, den kompletten Alltag, alle Herausforderungen, ja, aber auch geilen Sachen quasi eins zu eins mitbekommen. Und das gibt dir dann auch nochmal so ein ganz anderes Gefühl, dass du einfach ganz genau weißt, okay, was sind jetzt überhaupt gerade die größten Probleme? Ja, wozu machen sich die Menschen vielleicht am meisten Sorgen? Oder vielleicht auch nicht. Ja, und wo du dir denkst, okay, ist das vielleicht ein Problem für die? Und die sagen, nee, alles gut, das interessiert uns gar nicht, so nach dem Motto. Ja. Und dementsprechend, genau, waren es viele Eindrücke, aber überwiegend sehr, sehr schöne. Holt einen das auch so fürs eigene Leben in Deutschland wieder so ein bisschen runter, dass man sagt, Mensch, also die nehmen sich da jetzt auch selber nicht so wichtig und wir selbst machen aus der kleinsten Mücke einen Elefanten. Adaptiert man sich das so ein bisschen? Absolut. Ich glaube, wenn man immer wieder ein bisschen dieses Verhältnis, diese Eco-Bricks, die wir für 30 Cent abkaufen, ja, wenn man da irgendwie dieses Verhältnis in sein eigenes Leben so einbezieht, ja, so nach dem Motto, wie oft gebe ich für was 30 Cent irgendwie aus, ja, oder einfach dieser Geldfaktor, wenn man sich den quasi einfach nochmal mit vor Augen ruft. Natürlich ist es so, dass wir hier in Deutschland eine absolute Luxusposition sind. Ja? Ja. Also, dass es keinem von uns an irgendetwas mangeln müsste, so nach dem Motto. Wir haben natürlich auch in Deutschland unsere Probleme, aber die sind halt eben für mich persönlich halt eben nicht vergleichbar mit vielen anderen Problemen, die es halt irgendwo auf der Welt mit gibt. Also wir sind insgesamt da schon in einer sehr, sehr guten Position und ich finde, dass es, glaube ich, immer wichtig ist, wenn es einem selber als Menschen gut geht, ja, das heißt, wenn man seinen eigenen Lebensstandard nicht senken muss, kann aber woanders auf der Welt, ja, wirklich was Nachhaltiges, Geiles erreichen, dann sollte es für uns eigentlich das Selbstverständlichste sein, dies auch zu tun. Ja. Ja. Sowohl in Deutschland als auch woanders auf der Welt, weil natürlich, wie gesagt, auch in Deutschland Probleme da sind, wo auch tägliche Hilfe benötigt wird, definitiv. Project Wings ist gegründet worden 2019, im März war das, glaube ich. Jawohl. Ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Was war für dich die größte Herausforderung seitdem? Ich sag mal so, als wir damals gegründet hatten, hatten wir eine Vision. Ja, wir hatten ein ganz klares Ziel vor Augen. Jeder von uns hatte seinen Job gekündigt, alle vier sind da reingegangen, haben ihr gesamtes Erspartes irgendwie da reingehauen und wollten wirklich die Welt verändern. Und im Laufe des letzten Jahres sind wir zu Deutschlands schnellst wachsendste Hilfsorganisation geworden. Das war natürlich eine Riesenentwicklung, ja, mit allem, was irgendwie dazugehört, ja, mit allen Prozessen, die dazugehören. Das Ganze wurde immer größer und immer mehr Sachen mussten beachtet werden. Mittlerweile sind wir ein 8-Mann-Team und so weiter. Also und alles, was wir quasi getan haben, ja, haben wir als 4er-Team am Anfang auf die Beine gestellt. Ja. Auch alle Herausforderungen dementsprechend.
Und wenn man noch mal so ein bisschen auf jeden von uns eingeht, ich hatte vorher studiert, mhm. ja, Erich war vorher Dachdecker, Basti war vorher Kinderpfleger mhm. und genau, Leonie hat vorher Abitur gemacht. Und das war natürlich für uns vier eine riesige Herausforderung, gleichzeitig in Deutschland mittlerweile über 4.000 finanzielle Unterstützer zu gewinnen, ja, mit super vielen verschiedenen nachhaltigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, mhm. gleichzeitig in Indonesien dieses riesige Projekt zu leiten, wo teilweise zwischen 600 und 800 Menschen mit involviert sind, ja. und das Ganze halt eben teilweise zu viert, wo man halt irgendwie sich dann so denkt, wow, okay. Und da war natürlich immer absolut logisch, ja, verschiedenste Probleme dabei, irgendwas war zu viel auf einmal, man hat es mhm. irgendwie nicht ganz in dem Tempo hingekriegt, wie man es irgendwie machen wollte. Wir arbeiten alle 24/7 an der Geschichte. Aber da muss ich auch mal wieder dazu sagen, toi, 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 uns ist bisher Gott sei Dank noch kein, ich sag mal in Anführungszeichen, Fehler oder ein großer Brocken irgendwie passiert, wo man sagen könnte, scheiße, das hätte man wirklich irgendwie anders machen können. Ja. Ja. Das heißt, wir hatten bisher eigentlich immer nur mit kleineren Problemchen irgendwo zu kämpfen mhm. und haben die dann auch immer als Chance gesehen und gesagt, hier, geil, wir machen das Beste draus und schauen ja. dann einfach, wie wir die Situation lösen können. Von daher bin ich ja sehr dankbar, dass wir jetzt auch, wie zum Beispiel durch die Corona-Krise, mhm. ja, auch da einfach das mit Abstand Beste draus gemacht haben und da wirklich auch super gestärkt aus der Geschichte hervorgehen. Ja. Das war ja jetzt so ein bisschen projektorientiert, aber bist du persönlich für dich schon in dieser Zeit mal an die Grenzen gestoßen und hast gesagt, scheiße, ich habe da jetzt Probleme, das kriege ich nicht mehr unter, oder lief das reibungslos? Ich muss tatsächlich sagen, für mich persönlich, ich liebe das, was wir machen, so sehr. Das ist eine absolute Herzenserfüllung und ich bin da 24/7 absolut am Start und freue mich da drauf. Natürlich ist es so, dass ein Großteil vom Privatleben irgendwo weggebrochen ist. Mhm. Ja, das ist absolut logisch. Wir sind durch ganz Deutschland getourt. Wir haben selber ein halbes Jahr lang Fundraising für unsere eigene Organisation gemacht und haben da mit 8 Leuten in verschiedenen Studenten-WGs gepennt und alles drum und dran. Also haben quasi mhm. unser ganzes Leben Project Wings gewidmet irgendwo. Aber wir hatten allesamt eine wahnsinnig große Unterstützung unserer Eltern, ja, unserer Freunde. Jeder stand da komplett mit hinter. Jeder hat da sein Know-how irgendwie mit und seine Arbeitskraft mit einfließen lassen. Und von daher war es unterm Strich klar, stressig. Ja, ich hatte zwischendurch eine Schulter-OP noch über Weihnachten und bin dann mhm. mit Schiene irgendwo nach Indonesien im Februar rübergetorkelt. Aber ja, an sich muss man wirklich sagen, haben wir es alle genossen, das wirklich zu machen, was wir jetzt auf die Beine gestellt haben. Und das ist der absolute Lebenstraum von jedem von uns. Ja. Und von daher nimmt man halt auch einfach manchmal Sachen in Kauf, die halt eben dazwischen kommen oder auf die man halt mal verzichten muss. Ja. Mal an den Anfang da von deiner, ich sag mal, Karriere zurückzukommen. Mhm. Früher hast du auf der Straße gestanden und hast eben versucht, diese Förderer zu gewinnen. Wer macht es denn bei Project Wings? Steht ihr selber auf der Straße jetzt aktuell oder habt ihr dann auch wieder jetzt, ich sag mal, Manpower, ja, ja. die eben jetzt für euch genau diesen Job machen? Nee, tatsächlich war es für uns das absolut Allerwichtigste, dass wir selber, und das haben wir das erste halbe Jahr lang 5 Tage die Woche gemacht, dass wir selber in der Fußgängerzone stehen und selber den Leuten von unserem eigenen Projekt erzählen, so nach dem Motto. Genau, das machen wir komplett selbst und wir haben auch für uns damals gesagt, dass wir das erste komplette Jahr, ja, alles, was irgendwie an Anfragen reinkommt, so nach dem Motto, ja, wir einfach mitnehmen möchten, um diese Förderernähe, ja, einfach absolut zu implementieren und wirklich Leute zu sagen, hier, wir sind halt, ihr seid halt nicht irgendwie eine, in Anführungszeichen, Nummer oder wie auch immer, ja, mhm. sondern wir kommen auf euren 60. Geburtstag, setzen uns mit den 30 Damen gemeinsam dahin, trinken Kaffee und Kuchen und erzählen 2 Stunden über unser Projekt oder wie auch immer, ja. Das heißt, wir haben, und das ist das Allerwichtigste, wir sind das Gesicht von der Organisation, ja, die Leute setzen uns in Verbindung mit der Organisation und wir werden auch vermutlich in 7 Jahren noch 2-mal die Woche in der Fußgängerzone stehen und einfach nochmal neue Menschen begeistern wollen, vielleicht ein neues Projekt mit zu unterstützen. Aber allein das Gewinnen der Förderer ist ja schon, also ich sag jetzt mal, ein Vollzeitjob. Schlaft ihr? Ja. Also... Die Organisation des Ganzen, das Führen von der Firma und dann auch noch natürlich die Förderer gewinnen, das ist ja unfassbar. Absolut. Genau, bei uns war es quasi so, wir haben das erste halbe Jahr damals komplett durchgeworben und haben uns dann das andere halbe Jahr um Fernsehauftritte, Unternehmenskooperationen, wir haben da unheimlich viele, auch gerade aus Koblenz, super viele Mittelständler, die mit uns da zusammenarbeiten. Wir haben
unsere Spendenkassen beim Unverpacktladen in Koblenz, beim Weltladen in Koblenz. Wir arbeiten mit dem Yasihu-Laden in Koblenz zusammen und so weiter. Und das waren halt alles Sachen, auf die wir uns dann fokussiert haben, nachdem wir mal diesen riesigen Förderstamm hatten, ja, nachdem wir mal tausende Menschen davon überzeugt haben, unser Projekt zu unterstützen. Mhm. Und genau, da waren wir jetzt im Februar in Indonesien und wollten eigentlich ab dem 1. April wieder komplett auf die, in die Fußgängerzone. Ja. Durch Corona hat das jetzt leider nicht funktioniert. Deswegen werden wir wahrscheinlich ab dem 1.6. oder 1.7. das dann nachholen. Mhm. Aber das wird in der Regel so ablaufen. Unser Team steht jetzt aus 8 Menschen. Es wird in der Regel so ablaufen, dass Erich, ich und ein Neuer, der Pascal, in der Regel 2-3 Tage die Woche in der Fußgängerzone sind und montags und dienstags die normalen Firmenkooperationen, verschiedensten Geschichten, Buchhaltung und Co. da hinterhergehen. Ja. Project Wings besteht aber nicht nur aus Sumatra. Ihr habt ja noch ein paar kleinere Baustellen. Ja. Erzähl mal was darüber, bitte. Ja, genau. Also ich schätze mal so 90-95% von dem, was wir wirklich an Zeit, Energie und Co. investieren, geht wirklich in das Recyclingdorf beziehungsweise nach Indonesien. Wir haben aber zum Beispiel auch direkt hier in der Region die Streuobstwiesen Kottenheim, die wir zum Beispiel auch finanziell mit unterstützen, weil das Projekt auch einfach super am Herzen liegt. Zusätzlich sind wir auch an super vielen Schulen unterwegs, auch hier im Bereich Koblenz, haben wir auch eine Kooperation mit der Hochschule Koblenz. Und genau, versuchen halt quasi auch in Deutschland möglichst aktiv den Klimawandel zu bremsen, wenn man es irgendwie so in der harten Form sagen will. Und zusätzlich, was jetzt noch relativ neu mit dazugekommen ist, das machen wir aber eher vereinzelt, das ist auch kein richtiges Projekt, aber es gibt halt immer mal wieder Menschen, die irgendwo auf der Welt in absolute Ausnahmesituationen sind. Ja. So hat uns jetzt vor einigen Wochen jemand auf Facebook angeschrieben, der gemeinsam mit verschiedenen Waisenkindern auf die Straße gekommen ist. Mhm. Und während Corona-Zeiten sind seine kompletten Einnahmen quasi weggefallen und sie wurden dann aus dem Haus mehr oder weniger rausgeschmissen. Und hat uns halt einfach im Internet quasi gefunden, hat gesehen, dass wir in Indonesien für eine geile Arbeit leisten und hat uns einfach angeschrieben. Und wir haben von heute auf morgen gesagt, jo, geile Kiste, und haben denen so viel Geld mit runtergeschickt, dass sie jetzt halt eben die komplette Zeit über, bis die normalen Geschäfte wieder laufen, mit allen Kiddies zurück in die Unterkunft können und dort halt ganz normal weiterleben. Das sind aber eher Nebenprojekte, die halt einfach dann spontan mit reinkommen, wo wir halt einfach sagen, hier, das ist gerade so dringend, das ist gerade so wichtig, da müssen wir halt einfach auch aktiv mit unterstützen. Was ja auch wieder so ein Vorteil von so einem kleinen Team ist, ne? Also ihr könnt ganz flach und ganz schnell vor allen Dingen entscheiden, was wahrscheinlich bei so einer großen Organisation bei weitem nicht so funktionieren kann, ne? Absolut, absolut. Wir haben das auch ganz oft bei, wir freuen uns, wenn Menschen uns Ratschläge geben, ja, oder ich muss ja immer wieder dazu sagen, wir sind alle vier noch vier sehr junge Menschen, ja, alle im Alter von 21 bis 28, und natürlich gibt es einfach Menschen, die in gewissen Sachen super viel Erfahrung haben, und wenn uns jemand eine E-Mail schreibt und uns sagt, hier, kleiner Tipp, macht A, B, C und D besser so, ja, dann haben wir das Ding von einem Tag umgesetzt, sagen, jo, dankeschön, dann haben wir es umstrukturiert und machen es besser so. Ja? Ja. Wenn die das für sinnvoll und nachhaltig empfinden. Ja? Und so ist einfach die Möglichkeit, über diese kleinen Strukturen schnell agieren zu können, ja? Wenn man irgendwo ein Problem auftritt, das halt auch einfach schnell lösen zu können, diese Menschennähe. Ja? Auch in Indonesien sind wir da im ständigen Austausch mit allen Projektleitern. Wenn da irgendeiner, jetzt auch speziell bei Corona, verschiedene Probleme hat, dann sind wir da sofort da, versuchen eine Lösung zu finden. Ja. Und wir haben zum Beispiel auch über Corona die Anzahl der Leute vor Ort, die wir in Anführungszeichen beschäftigen, beziehungsweise die eine Nebeneinkunft durch uns erlangen, verdoppelt, ja, weil ein Großteil durch den Tourismus komplett weggebrochen ist. Mhm. Ja, 70-80% des Bruttoinlandsprodukts von Indonesien passiert über den Tourismus und der ist jetzt komplett ausgeblieben, auch in unserer Region. Das bedeutet also, dass alle Tracking-Guides, Tuk-Tuk-Fahrer, Hostels und Co. da dann natürlich jetzt arbeitslos sind, in Anführungszeichen. Und dementsprechend haben wir da an allen Ecken und Kanten zusammen mit dem Bürgermeister versucht, möglichst viele Jobs zu generieren, um halt einfach eben Familien, die halt sonst nichts hätten, einfach die Möglichkeit zu geben, dort sich was Eigenes auf die Beine zu stellen. Mhm. Ja, ganz, ganz spannend. Also ich bin auch noch selber gerade so ein bisschen
Also ich fühle mich gerade noch so ein bisschen ertappt in dem Moment, wie du vorhin davon gesprochen hast, was mit den Activia-Joghurtbechern passiert. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das Ding abgerissen habe. Aber gut. Ihr seid jetzt ein relativ kleines Team. Habt ihr trotzdem Bestrebungen, weiter zu wachsen? Oder wollt ihr wirklich versuchen, das in so einem Kern weiterlaufen zu lassen? Ja, Project Wings selber, ja, soll quasi immer wirklich in diesem Kernteam vorhanden sein. Ja. Das heißt, wir haben uns selber damals mal gesagt, wir wollen zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Festangestellte, um einfach all diese Punkte, die uns so auszeichnen, ja, jung, kreativ, dass man irgendwo schnell agieren kann, dass 100% der Spende ankommen, dass man kaum Verwaltungsapparat hat und so weiter, die sind halt auch eben alle größtenteils nur möglich, weil wir halt eben so ein kleines Team irgendwo sind. Ja. Und wir wollen halt auch, wie gesagt, immer da sehr nah bei den Menschen sein und die Leute sollen immer ein bisschen uns auch mit der Organisation verbinden können. Deswegen werden wir von der Teamgröße immer relativ klein bleiben. Bis Ende 2021 soll das Recyclingdorf in Indonesien fertig sein und dann werden wir uns quasi auf den nächsten Schritt begeben und die gesamte Region, ja, das ist ein Thema Straßen bauen, auch da haben wir vor, Straßen aus Plastikmüll zu bauen. Dass wir gemeinsam die komplette Elektrizität, Stromausfälle und so weiter reduzieren. Das heißt, die komplette Infrastruktur auch einfach mit angehen. Ja. Genau. Und zeitgleich haben wir uns jetzt noch dazu entschlossen, auch über die Corona-Zeit die Project Wings Academy zu gründen. Mhm. Und das wiederum ist quasi jetzt ein Ort, wo wir kleineren Hilfsorganisationen helfen wollen, durch das gesamte Know-how, was wir jetzt quasi im letzten Jahr gesammelt haben, von allen Preisen, Unternehmenskooperationen, Medienauftritten und so weiter, ja, dass wir halt quasi dieses gesamte Tool, wie wir es geschafft haben, in so kurzer Zeit so groß zu werden, quasi auch an kleinere Organisationen weitergeben, damit sie damit noch effektiver die Welt verbessern können. Ja. Das ist dann quasi aber wieder ein bisschen extern von Project Wings, bedeutet also, da werden dann vermutlich nochmal 3-4 Leute mit am Start sein, die allerdings nicht zum Kernteam der Organisation gehören. Ja. Gibt es irgendwelche ganz prägnanten Meilensteine, die ihr in den nächsten Jahren erreichen wollt? Ja, genau, das war quasi das, was ich gerade so ein bisschen mit angesprochen hatte. Also Ende 2021 das Recyclingdorf fertig. Mhm. Ja, das ist unser großes Ziel. Bis dahin soll alles stehen und die Eröffnung dann auch am Start sein. Dann schätze ich mal, werden wir noch 1-2 Jahre mit der Region generell verbringen, ja, und dort halt quasi eben noch unsere Zeit, Ressourcen und Co. mit einsetzen. Ja. Und irgendwann wird es quasi ein komplett autarkes System, was sich selbst finanziert vor Ort. Und dementsprechend haben wir dann die Möglichkeit zu schauen, gehen wir ans andere Ende der Insel, ja? Ja. Oder gehen wir vielleicht sogar ein ganz anderes Land oder wie auch immer, um nochmal ein ähnliches Projekt mit auf die Beine zu ziehen. Das ist aber jetzt auch noch ein bisschen schwer abzuschätzen. Genau, wir lassen einfach die Zukunft auf uns zukommen. Es klingt zumindest nicht so, als würde es ruhiger. Ja. Gibt es denn jetzt noch ein Privatleben? Ja, ich bin tatsächlich mit meiner Freundin, die auch eine Mitgründerin ist, direkt nach Koblenz gezogen. Also wir haben es von hier bis zum Lörrondell 6 Minuten zu Fuß. Ja. Genau, also wir versuchen halt wirklich da tagsüber 8-10 Stunden durchzupowern und dann halt abends die Zeit einfach noch gemeinsam zu genießen. Und sobald es dann halt eben wieder ans Werben geht, beziehungsweise sobald es dann wieder in die Fußgängerzone geht, werde ich halt immer 2-3 Tage die Woche mindestens weg sein. Und die anderen Tage sehen wir uns dann quasi im Büro. Aber das Schöne ist halt einfach, wir haben uns mittlerweile so ein geiles Team aufgebaut, ja, wo jeder mit diesem absoluten Enthusiasmus und dem Willen, die Welt zu verändern, mit am Start ist, dass das quasi auch irgendwo unser Privatleben ist. Ja, das sind unsere Freunde, das sind unsere Leute, mit denen wir die Zeit verbringen. Wenn wir abends nach dem Werben nach Hause kommen, sitzen wir noch 3 Stunden, spielen Monopoly, trinken ein bisschen was und haben noch einen wunderschönen Abend oder so. Das heißt also, genau, das ist irgendwo unser Baby, unser Privatleben und ja, alles, was dazugehört. Das war ganz, ganz interessant und ich danke dir, dass du dir vor allen Dingen so kurzfristig die Zeit genommen hast, hier in diesen Podcast reinzukommen. Ich wünsche dir und deinem ganzen Team ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft und hoffe, dass ihr auch viele andere Menschen mit diesem Idealismus und dieser Power, die jetzt zumindest, also vielleicht geht es nicht nur mir so, sondern auch den Zuhörern, das schwappt schon über, auf jeden Fall viel, viel Erfolg haben werdet. Vielen lieben herzlichen Dank, Manu. Das war Rund ums Eck, der Koblenz Podcast.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.